Der Anschlag ereignete sich gegen 2 Uhr früh in einer ehemaligen Schule, in der 30 Asylbewerber untergebracht waren. Rauchentwicklung in Sicherheit bringen und war aus dem zweiten Stock. Polizeiangaben haben die Täter einen Molotow-Cocktail durch ein Fenster. Ein Vater habe seine Kinder nacheinander aus dem verqualmten Zimmer geholt. Auf den Straßen von Bautzen haben am Donnerstagabend Ausländerfeinde das Sagen. 200 Demonstranten zeigen unverhohlen, was sie denken. Oder heute sind so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Armut. Allein dieses Jahr sind über 5000 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben, weil die EU die Grenzen dicht macht und sich weiter abschottet. Währenddessen marschieren Rechtspopulistinnen und Nazis auf der Straße. 2339 Anschläge auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte gab es seit 2015. Durch die soziale Kürzungspolitik und die rassistische Hetze sind die Parteien des Parlaments mitverantwortlich für den gesellschaftlichen Rechtsruck. Das nehmen wir nicht einfach so hin. Um dagegen zu kämpfen, müssen wir eine antirassistische Bewegung aus Jugendlichen, Geflüchteten und Arbeiterinnen aufbauen, die sich dem Rechtspopulismus und der deutschen Regierung entgegenstellt. In den letzten Jahren sind wir Jugendliche gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Dabei wurden wir von der Polizei angegriffen und von den Schulen unter Druck gesetzt. Trotz allem sind wir wieder da. Gegen Rassismus zu kämpfen, heißt gegen den Staat zu kämpfen. Bleiberecht für alle. Die Festung Europa einreißen.